Das war in den 50er Jahren, habe ich in einem Finanzbüro gearbeitet und da gibt es diese Prüfstifte, rot-blau. Und irgendwann habe ich mit dem roten Stift blau geschrieben und dem blauen rot. Und das habe ich dann in einer Mappe und habe das liegen gelassen, das fand das sehr lustig. Und nach einigen Jahren habe ich diesen Zettel wieder entdeckt und habe dann gemerkt, dass man doch eigentlich mehr machen kann. Ich habe dann angefangen mit Spraydosen diese Schriftzüge zu sprühen und weiter dann eben größere Arbeiten gemacht, malerische Arbeiten gemacht. Und dann in letzter Zeit jetzt interessiert mich das Monochrome und die Summierung von Farben. Da traue ich teilweise bis zu 30 Schichten Farbe auf. Und die Sprache ist für mich dann nicht mehr so wichtig, sondern das monochrome Bild und die Verdichtung von Farbe.